Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Die Roma-Familien der Ortschaft Gyöngyöspota würden es nicht hinnehmen, dass die ihnen wegen Segregation der Roma-Schüler zugesprochene Entschädigung in Höhe von 100 Millionen Forint, also knapp 300.000 Euro, in Form von Unterricht und Ausbildung und nicht in finanzieller Form ausgezahlt werde. Medienberichten zufolge soll bei einer Sitzung hinter geschlossenen Türen am Samstag diese Entscheidung getroffen worden sein. Die Regierung schlägt vor, die Roma-Schüler, die in der Grundschule von Gyöngyöspota früher separat unterrichtet wurden, nicht mit Geld, sondern mit Ausbildung zu entschädigen. Die Betroffenen scheinen aber den Vorschlag der Regierung nicht annehmen zu wollen. Presseinformationen nach entschieden sie am Samstag in einer Versammlung, statt Ausbildung Geld zu verlangen. Mehrere sind nämlich der Meinung, über 20 sei eine Ausbildung bereits überflüssig. In Gyöngyöspota begann die Segregation 2004, als das Land von einer linksliberalen Koalition, der Sozialistischen Partei MSP und der liberalen Partei SDS gemeinsam regiert wurde. Ildikó Bongo-Borbély war schon damals Mitglied der MSP und hätte ihre Stimme gegen die Segregation erheben können. Die sozialistische Politikerin sagte jetzt, es dürfe nicht passieren, dass solche Vorkommnisse erst Jahre später ans Tageslicht kommen würden. Es soll sich nicht 10 oder 20 Jahre später herausstellen, dass manche Kinder in Ungarn die Schule nicht mit den gleichen Berechtigungen besuchen können wie andere, sagte die Politikerin. Die Bildungspolitik der Regierung wurde von Gergely Arató, momentan Politiker der demokratischen Koalition DK, mit ähnlich emotionaler Reaktion kritisiert. Wir verstehen, dass Gyöngyöspota diese Summe nicht ausbezahlen kann. Die Regierung trägt in dieser Angelegenheit jedoch die primäre Verantwortung, soll also den Betrag zahlen, sagte der DK-Politiker. Gergely Arató hätte allerdings zwischen 2004 und 2010 ebenso die Möglichkeit gehabt, etwas gegen die Segregation der Romas zu unternehmen. Der Politiker war nämlich zu dieser Zeit Staatssekretär im Bildungsministerium. Bis zu 200.000 Ungarndeutsche wurden 1946 aus Ungarn vertrieben, erinnerte der Staatssekretär für Sozialpolitik anlässlich einer Gedenkfeier im katholischen Friedhof von Mány im Komitat Fejér. Miklós Soltész betonte am Gedenktag für die deportierten Ungarndeutschen, allein in der Ortschaft Mány waren insgesamt 72 Familien von der ungerechten Strafe der Kommunisten betroffen. Die Verantwortung sei gewaltig und allumfassend. Jeder müsse in seinem eigenen Land dafür sorgen, dass sich so etwas nie wiederhole, formulierte der Staatssekretär. Man sollte sich an die Vergangenheit, sowohl an die schöne als auch die schändliche erinnern, damit die schönen Erinnerungen bewahrt und die Schandtaten nie wiederholt werden. Die führenden Weltmächte sollten sich nicht mit Scheinproblemen beschäftigen und schon wieder die kleinen Länder mit künstlich kreierten rechtlichen Schritten erniedrigen. Sie sollten in der gegenwärtigen Geschichte und in der aktuellen Epoche die Bedrohungen erkennen, die zum Untergang der Welt führen könnten. Die Mitarbeiter der Stromversorger tun ihr Bestes, um die Stromleitungen von Reif und Frost zu befreien. Bei dem kalten und nebligen Wetter bildete sich vielerorts zentimeterdicke Frostschicht. Auf den Ästen mag die weiße Verzierung zwar wunderschön aussehen, auf den Stromkabeln ist sie eher problematisch. Wegen den gerissenen Stromkabeln sind landesweit etwa 20.000 Haushalte vom Stromausfall betroffen. Abgebrochene Äste, umgekippte Zäune und abgerissene Stromleitungen. So sehen viele Straßen in und um Kecskemét aus. Das Gewicht des Reifs und des gefrorenen Niederschlags konnten die Hochspannungskabel nicht mehr tragen. In viele tausend Haushalten kam es zum Stromausfall. Es gibt Wohnungen, die seit zwei Tagen ohne Strom auskommen müssen. Bei dieser Familie in Kecskemét gab es am Sonntagvormittag immer noch keinen Strom. Deshalb funktionierte die Heizung auch nicht. Freitagnachts hatten wir noch Strom, aber am Samstagvormittag gegen 10 Uhr war der Strom wieder weg. Und seitdem hat sich nichts verändert, sagte eine Bewohnerin. Daraufhin beschlossen die Eltern, die Kinder zu den Großeltern zu bringen, damit sie mit warmem Wasser gebadet werden können. Die abgerissenen Leitungen verursachten nicht nur in Kecskemét Probleme, sondern in Kiskun Félegyháza und auch in den anderen Gegenden der Komitate Békés und Bács-Kiskun. Die Mechaniker arbeiten ununterbrochen. Schon mehr als 10 Kilometer Leitungen wurden ausgetauscht. Ihre Arbeit wird dadurch erschwert, dass der Reif, der die Kabel überzog, auch tagsüber nicht schmilzt. Dadurch wird die Eisschicht immer dicker, was das Risiko weiterer Leitungsrisse erhöht. Die
Die Besucher werden auch im Winter im Tal der Kunsthandwerker erwartet. Die Interessierten können jedes Wochenende bei der Mühle in Koppolsch an kostenlosen thematischen Workshops teilnehmen. Vormittags kann man Korbflechten, Filzen und Töpfern und nachmittags andere Handwerksberufe kennenlernen. Das Tal der Kunsthandwerker ist im Mühlhaus bis Mai geöffnet. In der Mitte des sogenannten Pollutsgartens in Bolascher Jarmat befindet sich das Pollutsmuseum. Die Besucher können erfahren, wie die Bauern der Region in den vergangenen zwei Jahrhunderten lebten, sich amüsierten und trauerten. Die Ausstellung mit dem Titel Von der Wiege bis zum Sarg bringt dem Besucher ihren Alltag, Feste, Küche und Bräuche näher. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.